Fairness-Plan- und Fairness-Bahn-Konferenz hier in Warnemünde in der Yachthafenresidenz Hohe Düne sind mehr als 280 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber der GDL angereist. Eine tolle Stimmung, sind hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen hier im Austausch zum Lernen und zu feiern, was uns zusammen gelungen ist. Wenn wir uns den Fairness-Bahnen e.V. anschauen, dann sehen wir auch hier eine positive Entwicklung. Alle Tarifpartner der GDL haben einen GE-Tarifvertrag unterschrieben. Das heißt, niemand wird Tarifpartner bei der GDL, ohne der gemeinsamen Einrichtung beizutreten und in diese gemeinsame Einrichtung für seine Beschäftigten die entsprechende Entgelthöhe zu entrichten. Ihr wisst, die Anzahl der Beschäftigten mal 150 Euro, das ist der Jahresbeitrag, den Arbeitgeber hier zu leisten haben. Was wir auch positiv zu verzeichnen haben, ist eine regere Teilnahme bei der Fairness-Bahnen-Konferenz. Wir waren am Anfang um die 20. Jetzt sind mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen da und wir freuen uns, dass auch diese Anzahl stetig wächst. Auch hier gilt mein Aufruf an alle Beteiligten, Listenführer, stellvertretende Listenführer in den Betriebsräten, Ortsgruppenvorsitzende und stellvertretende Ortsgruppenvorsitzende der GDL, reger das in Anspruch zu nehmen und auch der Arbeitgeberseite aufzuzeigen, dass ein gemeinsames Interesse besteht, die Leistungen unserer gemeinsamen Einrichtung zu bewerben und den Mitgliedern der GDL die entsprechenden Leistungen zukommen zu lassen. Das ist eine gemeinsame Anstrengung. Dabei wollen wir unterstützen, dabei wollen wir auch schulen und die Informationsdichte erhöhen. Aber es setzt auch den Willen voraus, hier an diesen Schulungen teilzunehmen und im Rahmen der Fairness-Bahn-Konferenz die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Es besteht viel Diskussionsbedarf, es werden viele Vorträge gehalten, es werden viele Fragen gestellt, es kommen ja auch so weitere Diskussionen auf und die könnten online so nie stattfinden. Zudem ist es wichtig, die Kollegen auch mal abseits der Veranstaltung zu treffen, zum Kaffee zum Beispiel, und um sich weiter auszutauschen unter Kollegen. Über 60 Amtsinhaber der GDL haben den langen Weg Richtung Ostsee in Kauf genommen, um hier im Rahmen unserer Konferenz gemeinsam die Themen rund um den Fairness Bahnen e.V. zu beleuchten und zu behandeln. Fairnessplan Konferenz findet naturgemäß am selben Ort und zur selben Zeit mit der Fairness-Bahnen-Konferenz statt. Das hat zwei Gründe. Erstens sorgen wir dafür, dass genügend Zeit und Raum bleibt, dass die Kolleginnen und Kollegen der Wettbewerbsbahnen sich mit denjenigen der DB, Regio, Cargo und auch Fernverkehr gut austauschen können. Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und natürlich auch die gute Stimmung nutzen, um sie in die Betriebe zu tragen. Jeder, der die Möglichkeit hat, soll sich das mal antun, soll sich vernetzen, soll sich connecten, soll die ganzen Infos hier mitnehmen, die ja man ja manchmal, gerade wenn man neu in Ämtern ist, teilweise schwierig bekommt. Das reine Fairness-Bahngeschäft, was ich jetzt so mitgekriegt habe, kann man natürlich in einem kleinen Rahmen auch deutlich besser besprechen. Ne? Können die Fragen gezielter auch gerichtet werden, aber natürlich kriegen wir dann von der anderen Seite Fairness-Plan dadurch eben weniger mit, beziehungsweise gar nichts mit. Ne? Und wie es zum Beispiel, was gibt es bei denen noch für Leistungen, die uns noch fehlen, wo wir vielleicht noch hinwollen, Zielsetzung, ne? Das ist halt dann schon schwierig. Also ich finde es eigentlich wirklich schade, dass es eben nicht dazu gekommen ist, dass wir eine gemeinschaftliche Veranstaltung machen können. Ne? Ich finde das eine gute Sache, dass man da Gesundheitsleistungen anbieten kann für die Mitarbeiter. Ich fände es schön, wenn beide Vereine gemeinsam wären. Das Fall für mich als Ortsgruppenvorsitzender, ich muss ja beides managen. Ich bin zwar bei einem Unternehmen, was Fairness Bahnen angehört, aber in meiner Ortsgruppe sind ja auch Fairness Plan Mitglieder. Ich muss beides managen. Ich fände es schön, wenn das zusammen wäre. Das Motto unserer diesjährigen Konferenz: verbunden durch das Ehrenamt. Dieses Motto leben wir in unseren Schulungen,
leben wir aber auch im gemeinsamen täglichen, wo die Fairnessplan und die Fairnessbahn Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind und für unsere Ortsgruppen, für unsere Betriebe die entsprechenden Informationen bereitstellen. Wir müssen das Ehrenamt nicht nur erwähnen, sondern wir müssen es tatsächlich auch wertschätzen. Denn hier stellen uns Kolleginnen und Kollegen ihre Freizeit zur Verfügung. Und das entweder für gar kein Geld oder für wenig Geld. Ich habe mich für dieses Amt entschieden, weil ich für meine Kollegen da sein will, weil ich Verbesserungen erreichen möchte und auch dafür kämpfe. Und das geht einher mit der Unterstützung meiner Kollegen bei der Antragstellung von Fairnessbahnen zum Beispiel. Das Ehrenamt bedeutet für mich ja zum einen einen großen Zusammenhalt zu schaffen in der Gemeinschaft. Nicht nur, ja, es ist nicht nur die Arbeit, sondern es ist auch eine große Familie, die große Eisenbahnerfamilie. Unser regionaler Ansprechpartner Philipp Kröner hat den Teilnehmern die Grundlagen des Fairnessbahnen e.V. näher gebracht, nämlich welche gesetzlichen Grundlagen gibt es, welche tarifvertraglichen Grundlagen, also auf welcher Basis arbeitet der Verein eigentlich, und hat natürlich auch dargestellt, wie der Verein organisatorisch aufgestellt ist, welche Vereinsorgane gibt es, wie werden die besetzt und natürlich auch, wie kommen Beschlüsse in diesem Verein zustande, die dann am Ende des Tages im Idealfall zu Leistungen für unsere Leistungsberechtigten führen. Die häufigsten Fragen gingen darüber, wie die Antragsformulare auszufüllen sind, ob die nicht einfacher gemacht werden können. Das ist immer eine Frage, die sehr oft vorkommt. Aber leider sind da nun mal Regeln, meistens vom Finanzamt oder von anderen Behörden, die wir nun mal erfüllen müssen. Und darüber kann man sich zwar streiten, aber letztendlich muss es so gemacht werden, wie die Ämter das eben von uns erwarten. Unsere regionale Ansprechpartnerin Christine Förster hat den Teilnehmern der 4. Fairnessbahnkonferenz die Grundlagen für die Antragstellung nähergebracht, warum zum Beispiel gewisse Unterlagen zwingend beizubringen sind, weil es die Auflagen der Behörden sind. Es war sehr hilfreich. Also vieles, was man vorher nicht so gekannt hat oder auch andere Hintergründe oder Sonstiges, was man sonst nie bekommt, hat man hier doch sehr, sehr tiefgehende Einblicke. Wir haben im Rahmen der 4. Fairnessbahnkonferenz die Teilnehmer auch darüber unterrichten können, dass wir im Verein neue Leistungen beschlossen haben, die jetzt in Kürze veröffentlicht werden, nämlich die Leistung Bildungsförderung bei Berufsunfähigkeit, Fachliteraturzuschuss und Prüfungskostenzuschuss bei Berufsunfähigkeit und unseren Technikzuschuss bei Berufsunfähigkeit. Diese Leistungen wurden vor kurzem in den Vereinsgremien beschlossen und werden in Kürze dann auch veröffentlicht, sodass die Kolleginnen und Kollegen diese Leistungen in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus wurde positiv in der Mitgliederversammlung angeregt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich daran macht, neue Leistungen zu entwickeln. Und zwar spezifische, auf die Unternehmen zugeschnittene Leistungen, die durchaus bei den Belegschaften, bei unseren Mitgliedern dann noch besser ankommen können. Im Rahmen unserer Fairnessbahnkonferenz haben wir auch Workshops durchgeführt. Und Workshops dienen dazu, bestimmte Themen einfach mal in den Raum zu werfen und zu schauen, welche Ideen, welche Dynamiken sich aus der Diskussion ergeben. Und ich kann euch versichern, diese Workshops sind immer fruchtbar für uns als Verantwortliche beim Fairnessbahnen e.V., weil da kommt sehr, sehr viel Input von den Teilnehmern, welches wir gerne mitnehmen. Dann natürlich aufgrund der gesetzlichen, steuerrechtlichen Rahmenbedingungen auf den Prüfstand stellen müssen, ob das realisierbar ist. Aber das, was da realisierbar ist, wird dann auch von uns umgesetzt. Im Rahmen unserer 4. Fairnessbahnkonferenz haben wir das erste Mal auch einen Fairnesspreis für soziales Engagement vergeben können, nämlich den Fairnesspreis 2023. Die beiden Schirmherren, Herr Hans Leister, benannt von den arbeitgeberseitigen Organmitgliedern, und Bodo Ramelow als Ministerpräsident von Thüringen, als Schirmherr, der von der GDL-Seite benannt worden ist, waren zumindest teilweise persönlich anwesend, teilweise zugeschaltet und haben natürlich die Preisverleihung des Fairnesspreises
Preises 2023 begleitet und haben sehr würdige Worte gefunden für die Kolleginnen und Kollegen, die sich da sozial engagiert haben. Der Fairness Bahnen e.V. ist stetig gewachsen. Neue Arbeitgeber sind dem Verein beigetreten und damit hat sich die Anzahl unserer Leistungsberechtigten in den letzten Jahren enorm gesteigert. Und wir möchten für die Zukunft, dass immer mehr dieser neu leistungsberechtigten Kollegen unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Unser Anspruch ist, so viel wie möglich von den Finanzmitteln, die dem Verein zur Verfügung gestellt werden, tatsächlich als Leistung auszuschütten. Und das ist die Aufgabe für die Zukunft, die jetzt ansteht. Fairnessplanleistungen sind alleine deswegen wichtig, weil die Belastung in unserer Arbeit horrend ist. Die Belastung, die dazu führt, dass teilweise gesundheitliche Einschränkungen eintreten und an der Stelle das eine oder andere, nicht vergleichbar mit dem Bürojob, natürlich viel schwerer wiegt. In dem Moment ist natürlich der Fairnessplan eine besondere und herausragende Möglichkeit, Leistungen abzurufen, beispielsweise eine Gesundheitswoche auf Kosten des Fairnessplans zu erleben und demzufolge seine eigene Gesundheit zu fördern. Wir wollen Anreize bieten, damit man sich gesund erhält und damit man lebenslang an der Stelle seiner Arbeit auch nachkommen kann und demzufolge auch die Rente wirklich möglichst gesund erleben kann. Das sind Leistungen des Fairnessplanes, das sind Leistungen der Fairnessbahn und deswegen sehen wir das als geschäftsführender Vorstand als sehr, sehr wichtiges Element und als Teil des Arbeitslebens, was man sich nicht mehr wegdenken kann. Auch unsere Vertragspartner, nämlich die BBUK und ebenso die DEVK als unser Vertragspartner, der mit uns gemeinsam unsere Leistung Verkehrsrechtsschutz Arbeitsweg abbildet, sind hier mit einem eigenen Stand vertreten und stehen für die Teilnehmer der Konferenz für Fragen, Anregungen gerne zur Verfügung. Die BBUK als Bildungsträger der GDL veranstaltet unter anderem im Auftrag des Fairness Bahnen e.V. zwei Weiterbildungsseminare. Zum einen ist das Fortbildung für 50+. Da werden leistungsberechtigte Teilnehmer für das letzte Arbeitsdrittel in ihrem Leben vorbereitet bzw. auf den Renteneintritt. Das Ganze wird begleitet von zwei qualifizierten Referentinnen, einer Rechtsanwältin, einer Rentenberaterin. Das zweite Seminar ist ein Weiterbildungsseminar für Ausbilder und Trainer. Hier werden die Kompetenzen und die Fachkenntnisse nochmal ausgebaut und vertieft. Das Ganze wird ebenfalls von zwei hochqualifizierten Referenten begleitet, einem Mentoring-Trainer und einem technischen Ausbilder. Das Ganze lässt sich über einen Bildungsurlaub abbilden. Das heißt, leistungsberechtigte Teilnehmer können Bildungsurlaub bei ihrem Arbeitgeber einreichen und dementsprechend werden sie bei voller Lohnfortzahlung auch freigestellt. Das ist ja ein sozialer Verein und dieses soziale Engagement, was ich hier einbringen kann, ist eben sehr hoch und das macht unheimlich viel Spaß. Man lernt unheimlich viele Leute kennen, viele Kolleginnen und Kollegen. Grundsätzlich ist es sehr interessant mitzugestalten und gibt auch neue Möglichkeiten und neue Ideen, um das System Fairnessbahn und Fairnessplan weiter zu verbessern. Und darum rufe ich jeden auf, hier mitzugestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Fairnessplan- und Fairnessbahnkonferenz endet auch meine Teilnahme. Es wird die letzte Fairnessbahn- und Fairnessplankonferenz sein, die ich als Bundesvorsitzender hier und damit als erster Vereinsvorsitzender in beiden gemeinsamen Einrichtungen zubringe. Die Funktion, die in der Satzung verankert ist, nämlich dass der Bundesvorsitzende der GDL gleichzeitig der Vereinsvorsitzende für Fairnessbahn e.V. und Fairnessplan e.V. ist, wird im September neu besetzt. Von daher wird dann der neue Bundesvorsitzende diese Funktion übernehmen und in Zukunft in den Konferenzen der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber der GDL hier die Statements abgeben. An der Stelle will ich sagen, es hat nicht nur immer Spaß gemacht, sondern es ist immer besser geworden. Wir sind immer besser geworden und deswegen sehe ich auch eine positive Zukunft für unsere gemeinsamen Einrichtungen, für die Leistungen, die diese ausschütten, an die Mitglieder einer stolzen Gewerkschaft. Recht herzlichen Dank dafür und ich wünsche euch weiterhin
gutes Gelingen. Wer weitere Informationen möchte, kann gerne hier unseren YouTube-Kanal abonnieren.